بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد. Wir sind heute mit der zweiten Regel von Al-Mudud und zwar المد المتصل. Alle Mudud werden immer den Elif oder den Waw oder den Ya ansprechen. Und hier haben wir die Besonderheit von Al-Madd al-Muttasil, dass nach einer von diesen Buchstaben ein Hemse kommt, in derselben oder in demselben Wort. Als Beispiel haben wir Ja'a. Und ihr merkt, dass ich sehr lange verlängert habe. Die Verlängerung muss 4 oder 5 Verlängerungseinheiten haben. Natürlich, in allen Regeln habe ich jetzt allgemein geredet. Das werde ich noch am Ende nochmal sagen. Es gibt vielleicht einige Meinungsunterschiede und zu denen werde ich nicht kommen. Ich werde nur allgemein, was man bekannt weiß, erzählen. Und das wird inshallah ausreichend sein. Und wer sich dann eben spezialisieren möchte, muss dann sich einen Hodja oder einen Lehrer finden. Und somit haben wir dann das erste Beispiel, Ja'a. Jetzt, einige werden sagen, ich kann den Koran nicht lesen. Ich weiß nicht, wann das ein Wort ist und wann das zwei Wörter sind. In einigen Koran kann man das erkennen, weil die dann eben so richtig getrennt haben, sodass man weiß, das ist ein Wort und das ist ein Wort. Wenn man es trotzdem nicht verstehen kann oder unterscheiden kann, dann soll man schauen, dass der Hemse, wie es hier auf dem Bild ist, ganz normal ein Hemse ist, ohne Elif. Also es ist nicht so, dass man einen Elif hat und darauf den Hemse zeichnen. Nein, man hat nur den Hemse. Und das ist dann eben so, wenn es am Ende ist. Und somit weißt du dann, dass dieser Elif zu dem Wort gehört. Genauso haben wir das zweite Beispiel, und zwar Sama. Okay. Sama. Und hier haben wir dann, können wir auch unterscheiden oder entscheiden, ob wir 4 oder 5 machen. Und beim Lesen oder auch beim Gebet, wenn man eine gewählt hat, dann sollte man bei dieser bleiben. Also wenn man 4 gewählt hat, dann soll man immer wieder 4 machen. Wenn man 5 gewählt hat, dann soll man immer wieder 5 machen. Als drittes Beispiel haben wir Sarair. Und als viertes Beispiel haben wir dann Hani'en. Und natürlich, wenn das Wort am Ende ist, dann sagen wir Hani'e. Und zum Waw gibt es eigentlich auch Beispiele, aber die habe ich dann eben nicht hier erwähnt, wie zum Beispiel Su. Und inshallah hat es euch gefallen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.